Hodentreffer. Und damit herzlich willkommen, liebe PlayStation-Freunde, zur Vorstellung des zweiten PlayStation 4-Titels im PlayStation Plus-Angebot im August 2019. Wir gucken uns jetzt mal ganz kurz in der Kurzvorstellung Sniper Elite 4 an. Ebenso wie beim ersten Spiel bei Wipeout machen wir es auch so, ich habe noch keine Minute im Spiel verbracht. Ich starte jetzt gleich einfach einmal mal und vorher gucken wir uns mal hier, was wir hier einstellen können an. Verbandskasten, Gegenstände, achso, der Slot, ist der schon freigeschalten? Der sieht so komisch schraffiert aus. Ich habe sowieso nichts. Okay, wir starten jetzt einfach mal. Ich werde natürlich alles, was Intros und irgendwelche Zwischensequenzen sind, überspringen. Es geht ja hier darum, euch so ein paar Minuten Gameplay zu zeigen. Live-Gameplay natürlich. Und dann schauen wir mal. 43. Wir haben in dieser Gegend Schiffe. So, ich habe jetzt Intro und sowas alles erstmal übersprungen. Und stürze mich direkt mal ins Gefecht. So, auf Kreis ist Duken, okay. Schätze, den Kerl kann ich relativ geräuschlos ausschalten. Na, das wollen wir doch mal hoffen. Ui! Cool! R3 drücken für Feldstecher. Feldstecher. Schönes Wetter. Ah. Haha. So, wie wechsle ich jetzt mein GWR? Wir können ja mal noch mehr suchen. Feind markieren. Feind markieren. Du bist immer so optimistisch. Okay, achso, L1, um Gewehr aus dem Kreismenü auszuwählen. Okay. Okay, das kennt man. Wenn ich die Luft anhalte, kann ich besser zielen. Oh, so ein Action-Camp finde ich natürlich immer geil, ne? Hohohohoho. Mächtiger Bums. Kann ich auch wieder wegstecken? Okay, das hat sich jetzt komisch angehört, aber ihr wisst, was ich meine. Ah, ich kann auch aus der Deckung schießen, okay. Ist halt so ein typischer Schleichshooter. Also ich kenne natürlich den Titel, Sniper Elite, aber ich habe das Spiel selbst auch noch nie gespielt. Deswegen ist das hier auch mein absolut erstes Mal. Okay, erst wegstecken, dann erstes Mal. Das hört sich beides irgendwie komisch an. Springe über den Spalt. Sorry Leute, aber für diese Zweideutigkeiten kann ich nichts. Das will das Spiel so. Okay. L3 ist Sprinten, okay. Es kann nur bergauf gehen. Naja. Ja. Bergab ist zwar schneller, aber mein Gott, wenn du meinst. Ich weiß nicht. Bin mir keiner Schuld bewusst. Und hoch da. Könnte sich lohnen, die Leichen nach Munition zu durchsuchen. Okay, Leiche durchsuchen. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Und kann ich auch Waffen tauschen, wenn ich das möchte? Okay, nee, mache ich aber nicht. Wir behalten erstmal das, was wir so haben.
Okay, Leiter hoch. Ich bin hier extra ein bisschen vorsichtig gerade. Will ja nicht dem Feind in die Arme laufen. Kann ich hier irgendwas durchsuchen? Munition. Da blinkt auch irgendwas. Da auch. Okay. Ghostet noch weiter. Wo geht's denn jetzt hier? Was war das mit X? Hängen. Okay. Und wieder rüber. Ach nee, das war ja Feldstecher. Stimmt ja. Ah, da geht's hoch. Okay. Ah, was mache ich denn hier? Schiebe dich durch den Spalt. Ah ja, okay, gedrückt halten ist dann auf den Bauch legen. Karte. So, ich bin hier. Da muss ich Kameras zerstören. Da muss ich einen Checkpoint räumen. Da sind Kameras und hier ist das Ziel zwar klar, aber noch keiner weiß, wo die sind. Töte die Nazi-Offiziere. Töte die Nazi-Offiziere. Töte die Nazi-Offiziere. Okay. Also das Feindbild in diesem Spiel dürfte damit auch klar sein. Der Turm ist ein guter Aussichtspunkt. Böser Wicht in der Villa. Ich stehe mal wieder auf, vielleicht kommt ja keiner. So, einmal hoch auf den Turm. Oh, Mumpeln, jede Menge Mumpeln. So, ich schätze mal, wenn ich im Liegen schieße. Wir gucken mal durch den Feldstecher. Hier kann ich gerade keinen sehen. Was soll die Kamera? Welche Kamera? Hä? Ich habe da keine Kamera gesehen gerade. So. Offiziere töten. Ah, da unten ist ja auch noch einer. Diese Insel ist ein einziger Propagandafeldzug mit der Orchidee als Höhepunkt. Okay, Zu Hause läuft. wir markieren mal einen Feind. Da war, glaube ich, auch noch einer. Da hinten rennt auch gerade einer lang. So, 1, 2, 3. Peng. Kopfschuss. Triangulation. Wenn wir Feind bei der Triangulierung. Ach so, okay. Egal. Oh. Da ist ja auch noch einer. Hat der Feind mich etwa gesehen? Der Feind sucht dich, okay. Ich mache mir erstmal den hier weg.
Wir sind mal ganz gemein. Hodentreffer! Okay, ich finde es toll, dass das so genau gehalten wird hier. Kopfschuss. Ach scheiße, der verpisst sich jetzt hier wieder nach hinten. Ich schätze mal, ich könnte das Flugzeug jetzt dafür ausnutzen, um den Lärm zu übertönen. Tippe ich jetzt mal stark drauf, dass das dafür gedacht ist. Jetzt kommt er wieder raus aus seinem Loch. Luft anhalten und peng! Augenschuss. Okay, das nimmt man hier tatsächlich sehr genau mit den Treffern. Meter. Ich glaube, auf die Entfernung wird es ein bisschen zu weit, wa? Wollen wir es mal versuchen? Ach, da ist auch noch einer. Ach, da ist auch noch einer. So, da warten wir natürlich, bis der unter diesem ollen Dings lang geht. Weitschuss. Ah, okay. Der Typ ist jetzt da schön die Klippe runtergefallen. Und ich glaube, die Flugzeuge haben gerade meine Geräusche übertönt. Scheiße. Ah, okay, jetzt habe ich irgendwie, habe ich jetzt... Weitschuss, okay. Wir versuchen das jetzt einfach mal die... Obwohl, nee, wir verpissen uns mal hier aus dieser Position. So, einmal runter. Ich hoffe mal, ich habe hier unten keinen übersehen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo lag denn hier hinten? Da glaube ich einer, ne? Ja. Zwei sogar. Ich kann die sogar verstecken. Das heißt, ich kann den hier auch ins Gebüsch werfen. Okay, der ist jetzt halbwegs versteckt. Nicht, dass hier ein LKW kommt und den sieht, weil hier fuhr vorhin so ein LKW lang. Weiß ja nicht, ob das regelmäßig passiert. Rein da ins Gebüsch mit dir und einmal Leiche durchsuchen. Das hier wird sehr nützlich sein. Oh ja. Kameras zerstören. Ich muss die Kamera zerstören. Okay, eine Kamera ist hin. Einmal Leiche bitte durchsuchen. Jetzt habe ich aus Versehen meine Munition, meine Pistole getauscht. Den schmeißen wir mal hier rein. Hier ist eine. Ich weiß nicht, ob ihr den Staubsauger im Hintergrund gerade hört.
Das ist die PlayStation. Das ist so ein Problem, das das Spiel scheinbar hat, dass es die Konsole mächtig mächtig fordert. Schon im Menü gab's das. Also macht euch da schon mal auf ein bisschen Lärm bereit. Sind auch noch welche? Okay, die sind von da hinten. Ah, ich wollte eigentlich ganz was anderes machen. Ich wollte eigentlich was ganz was anderes machen. Dazu muss ich aber den Feldstecher nehmen. So markiere ich mir den. Oh ja, oh ja. Trifft er? Ha, hab ihn. Oh, das sind welche. Hier vorne waren gerade welche. Ach da. Ach, da ist einer. Oh, da ist er weg, der Helm. Leichenmarkierer, okay. Einmal Deckung wechseln. Ach, da vorne ist auch noch einer. Ah, ich habe ganz vergessen, auf meine Karte zu achten. Hä? Wo sind die denn? War nicht noch ein zweiter? Ach, da kommt er. Oh, Scheiße. Quick. Kann ich hier runter? Ja, aber das überlebe ich nicht. Ja, okay, ich glaube, das darf es aber auch mal gewesen sein. Ja. Ich finde es halt ganz cool. Ich war bisher immer so ein bisschen ein Fan von Sniper Ghost Warrior, also so von diesem Spielstil. Mit diesem Third Person hat was, sieht geil aus, spielt sich interessant. Ist so mein Ersteindruck.
ob das jetzt was für mich für lange Zeit wird, was langfristig ist, oder eben ob das ein kurzes Intermezzo bleibt, ich weiß noch nicht. Ich gucke gleich nochmal ein bisschen rein und werde mir dann mal ein genaueres Bild verschaffen. Aber das hier sollte ja auch nur mal ein ganz kurzer Ersteinblick sein für euch und für mich mit ein bisschen Gameplay und ein bisschen rumprobieren. Ich kann es euch aber auf jeden Fall empfehlen. Das kann man schon sagen, das Spiel kann man durchaus empfehlen, um es sich mal anzugucken. Und damit soll es das hier jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.